Hallo Leute und herzlich willkommen bei Dust an Elysian Tale. Ja, ihr seht schon, jetzt tauchen wieder haufenweise neue Sachen auf meinem Kanal. Das liegt daran, dass ich Spätschicht habe in der Arbeit. Und wenn ich Spätschicht habe, packe ich andere Sachen an. Wie Rogue Legacy oder Dust an Elysian Tale. Was im Steam Sale war für 6 Euro und es ist ein wunderschönes Spiel. Und dieses Spiel rückt alle Spiele von großen Firmen wie zum Beispiel EA, Ubisoft schamlos in den Schatten. Dieses Spiel hat eine Person über 4 Jahre entwickelt und allein das Optionsmenü sucht seinesgleichen. Und ich werde euch zeigen, warum. Als erstes gibt es eine Anleitung. Wie wird gespielt? Mit Kombos und alles wird erklärt, das hat das Inventar, Levelaufstieg, Gold und die Objekte, Schlüssel und Schätze und. Das ist nicht alles, auch die Störung wird erklärt, wie das hat und alles weitere. Das Einstellungsmenü, Auflösungen, so hoch wie es euer Monitor erlaubt, Vollbildmodus, ein und aus, Schärfentiefe, ein und aus, mit natürlich Hilfeboxen, was das alles bewirkt, Erklärungen, Nachbearbeitung, Wetteffekte und nachdem es dieses Spiel auch auf Konsolen gibt, wo es die Auflösung auf 720p gelockt ist, gibt es extra für die PC-Version schärfere und hochauflösendere 2D-Grafiken, die ihr hier auswählen könnt. Normal ist der Konsolenstandard und hoch extra für die PC-Version. Soundlautstärke, Musiklautstärke, wunderschöne Hintergrundmusik. Ich hoffe, man kann das hören. Was jedes Spiel haben sollte, besonders von großen Publisher, ein Farbenblindmodus, ja? Etwas, was vielleicht heute wirklich schon Standard sein sollte, ein Farbenblindmodus. Für Leute, die Farben nicht so gut erkennen können, ja? Automatische Dialoge. Wenn ihr das selber nicht auswählen wollt. Automatisches Heilen, automatischer Levelaufstieg, Steuerung, konfigurierbar, Vibration ein und aus, automatisch feuern und. Wir können auch die Steuerung anpassen für Eingabegeräte, was ihr auch benutzen magt, ja. Es ist alles möglich in diesem Spiel. Und dieses Spiel hat eine Person gemacht, über 4 Jahre. Wir können sogar das HUD anpassen, wie ihr seht. Ich kann das verschieben, wo ich will. Was auch nicht selbstverständlich ist, ja. Ich kann das nicht nur verschieben, ich kann es auch größer skalieren, wenn ich schlecht sehe. Oder wenn ich sage, ich spiele es auf dem Fernseher und möchte es gerne größer. Oder auf dem Monitor und will es kleiner. Es ist alles möglich in diesem Spiel. Es gibt natürlich auch Erfolge, Steam Achievements und. Und was wirklich bahnbrechend ist, was auch schon früher war das Standard, heute ist es verschwunden dank Autosaves und Checkpoint-System. Spielstände, ja? Es kann mehr als eine Person gleichzeitig spielen. Bis zu 10 Spielstände auf einmal. Ist das nicht wunderschön? Allein dieses Hauptmenü fasziniert mich. Guckt's euch an. Die Musik im Hintergrund. Und bevor ich das Spiel starte, mache ich noch einen kleinen Cut. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück bei Dust an Elysian Tale. Und ich würde sagen, ich starte das Spiel. Das Spiel hat englische Sprachausgabe und deutsche Texte. Und ich nehme einfach Speicherplatz Nummer 1. Schwierigkeitsgrade gibt es auch verschiedene. Casual, Normalschwierig, Hardcore. Wir werden auf Normal spielen. Denn ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel geht. Aber jetzt bin ich still. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Dust an Elysian Tale. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this
our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust, dust, arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. Now rise, and claim the Blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian of the Sword. Und so beginnt das in Elysian Tale. Ihr seht schon, es ist wie die alten ganz früheren Disney-Cartoons, wo Protagonisten Tiermenschen sind, ja, sogenannte Fairies, wie zum Beispiel damals Robin Hood von Disney, ganz bekannt, Schöne und das Biest und so weiter und so fort, Chip und Chap, um ein paar zu nennen. So, es ist natürlich ein Hack-and-Slay-Rollenspiel und wir können verschiedene Dialogoptionen auswählen. Ich frage mich jetzt hier einfach mal durch, ich bin während solcher Gespräche still, damit ihr die wunderschöne 2D-Kulisse und auch die Sprachausgabe starren könnt. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah, that happens sometimes. I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then. That's me. And you're... Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword-bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Well, I... all right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's... gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Sieht so aus, als hätten wir eine kleine Freundin gefunden. Fidget ist ihr Name und ihr gehört das Schwert anscheinend.
Oder gehört mir das Schwert? Das ist die Frage. Wir spielen einen Helden mit Gedächtnisschwund. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Willkommen im Inventar. Von diesem Bildschirm aus kannst du die Ausrüstung und die Objekte verwalten. Bei schwacher Gesundheit, siehe grüne Leiste im HUD, kannst du der Schnellauswahl ein Heilobjekt zuweisen und es im Spiel mit den linken Button verwenden. Über die Kontextabgänge-Steuerung unten auf dem jeweiligen Bildschirm stehen dir weitere Optionen zur Verfügung. Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ein Schlüssel, mit dem du einmalig eine Schatzkiste oder einen Käfig öffnen kannst. Wir haben 80 Gesundheitspunkte, davon 65 belegt. Angriff ist 4, Fidget 1, Gold 0, Erfahrung auch 0. Das ist unsere Karte, wie es aussieht. Wir müssen hier nach Osten, das ist ein kleines Fähnchen. Missionstagebuch, Staub zu Staub. Oh, Verzeihung, ich musste gerade leise rülpsen. Du bist auf der kleinen Lichtung im Gebirge erwacht, ohne Erinnerung an deine Vergangenheit. Eine uralte magische Klinge, Ara, und ihr Wächter Fidget sind zu dir gekommen. Da es keinen anderen gangbaren Weg gibt, ist die Straße nach Osten die einzige Option. Okay, und ihr seht schon, es ist wunderschön gemacht, das Spiel. Wunderschöne 2D-HD-Optik, wunderschöne Animation, butterweich, flüssig. Das hat eine einzelne Person gemacht, innerhalb von 4 Jahren. Das stellt Spiele, AAA-Spiele wirklich in den Schatten. Die Lichtung. Die ganzen Voice-Actor, die ganzen Personen, die ihr hört, im Spiel sind alles sogenannte Freelancer, also Leute, die umsonst einige Voice-Aufnahmen getätigt haben. So, wenn ich nach unten drücke oder nach oben, kann ich jeweils in diese Richtung blicken, also nach unten gucken oder nach oben eben. Hier unten ist aber leider nichts. Drücke X, um einen Nahkampf-Kombo einzuleiten. Baue die Kombo mit X und Y aus. Y ist gar kein Schlagknopf. Ah, doch. Hat ja ein bisschen was von Ninja Gaiden. Und das geheimnisvolle Wandhuhn habe ich gefunden. Das komplett gekochte und gewürzte Huhn steckt in einer Wand. Seine Herkunft ist unbekannt. Plus 80 Gesundheit. Okay, das ist eine Anspielung auf Castlevania. Es hat auch sehr viele Easter Eggs. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Fidget gibt dir Bescheid, wenn in der Nähe ein Schatz befindet. Mit einem Klick auf R rufst du die Karte auf. Gut. Ich habe anscheinend 12% der Karte entdeckt und 5% Schätze gefunden. Na du kleines Häschen, wo läufst du denn hin? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es mir gerade eben gekauft, ja. Und ich wollte heute eigentlich gar nichts aufnehmen. Da habe ich gesehen, wie wunderschön dieses Spiel ist. Da musste ich einfach. Ah, zerhauen muss ich's. Spurt verfügbar. Spurte mit LT und RT oder R. Beim Spurten verbrauchst du Energie. Dein Energieniveau wird... Ach, das ist oben das Weiße. Oh, habe ich jetzt das Hühnchen gefuttert? Ah, okay, das war der linke Button auf dem Joypad. Das war das Statistik. Gesamtverschütt 2%. Okay, ich habe jetzt den Sprint, aber ich weiß nicht wofür. Du kannst dich hier nach unten fallen lassen. Halte unten gedrückt, um die Hocke zu gehen, und drücke dann A. Ach so. Das ist ja interessant. Gut, für viele Leute würde ich jetzt... Meine ich jetzt mal, sieht das Spiel noch nicht viel aus, ja, aber... Glaubt mir, wenn ihr das selber spielt, ist es wirklich grandios. Notiz hinzugefügt. Schatz. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unsere Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel.
die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. Alles ein bisschen kryptisch, aber hier ist eine Truhe. Oh, right. We found a chest. Nein, Fidget, ich habe die Truhe gefunden, nicht wir. Correction. We found a locked chest. Das ist noch richtiger. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Ich habe Gott sei Dank einen Schlüssel, den habe ich am Anfang gefunden. Gib vor Ablauf der Zeit die Tastenfolge, um das Schloss zu öffnen. Ah, kleines Minispielchen. Und wir bekommen einen Fruchthappen. Stein der Wiedergeburt. Und eine Lotanuss, was immer das ist. So, das habe ich im Quick Heal. Kann ich denn? Rüstung habe ich nichts. Upgrades habe ich nichts. Ring habe ich nichts. Anhänger habe ich auch nichts. Was ist das? Objekte und Schlüssel. Stein der Wiedergeburt. Ein Stein, der angeblich einen gefallenen Krieger einmalig wiederbeleben kann. Sozusagen eine zweite Chance. Lotanuss. Diese schwere Nuss gilt als seltener Leckerbissen. Halt 40 Gesundheit. Ah, das sieht so wunderschön aus, das Spiel. Ups. Es sieht echt aus wie ein Disney-Cartoon teilweise. Bambi! Oder die Wolfe? Wir haben noch keine Feinde getroffen. Und da ist es schon vorbei mit der Ruhe. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Ah, Fidget ist toll. Okay, ich tue das, was Fidget sagt. Ich habe einfach Knöpfe. Zack. Gold. Nobody said anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget? I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're gonna need them. Okay, Fidget gibt uns ein paar Früchte. Nicht schlecht, oben links sehe ich das Quick Heal Item, was ich ausgerüstet habe. Ich will jetzt mal... Halt 20 Gesundheit. Ich nehme den Fruchthappen. Nicht, dass ich aus Versehen das gute Wandfleisch fresse. Laufe den über das Speichermonument, um den Fortschritt automatisch festzuhalten. Okay, das dient auch als Teleport, wie ich gerade gelesen habe. Okay, das ist toll. Wir lernen das Spiel gemeinsam, liebe Leute. Jawohl. Das war ein cooler Kombo, den ich den gemacht habe. Okay, jetzt am Anfang ist es noch ziemlich simpel, stelle ich fest. Aber ich denke, dass sich das bald ändern wird. Ah, das ist so toll. Ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass das eins der besten Brawler ist. Asche zu Asche, Wurf am Boden, X, X, Y, Y. Ah, so mache ich den. Oh, gleich nochmal, weil es so schön war. Schön, dass die alle Gold fallen lassen. Da muss ich aber noch mal ganz kurz zurück. Den habe ich nämlich vergessen.
Oben rechts sieht man auch im Kampf ganz schön die Combo-Anzeige. Phönix aus der Asche, vom Boden in die Luft, XY. Ah. Au. Das Kampfsystem ist simpel, aber doch so komplex, dass es eine Herausforderung darstellt, wenn man die härteren Kombos ausführen will. Also da ist für jeden was geboten eigentlich. Habe ich da noch einen Feind übersehen? Nein, habe ich nicht. Und natürlich sieht das Spiel wunderschön aus. Neue Fähigkeit. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm. Ui. I like it. Ja, das gefällt mir auch. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware. Skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. Ah, okay, kostet Lebensenergie. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Super ballistic button of awesome power, also den B-Knopf meinen sie. Please contain yourselves as I demonstrate. That was, very pretty. Okay, drei Leuchtkugel. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Yeah. Holla, die Wolfie. My power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Wenn ich mal sagen, wir beginnen das Ganze. Jawohl, das klappt ja super. Oh, der hat was verloren. Items. Also wir sind ein richtiges Dreier gespannt. Man kann die Angriffe von allen drei wunderbar kombinieren. Das ist super. Schau euch das an. Und hat 28er Hitchain. Krass. Da war schon wie ein Devil May Cry. Ja, das Kampfsystem macht mordsmäßig Laune. Vergeltung, Wurf in der Luft, XXXY. Das sieht immer spektakulär aus. Aber es ist ein ganz normaler Angriff. Wenn ich den halte, mache ich das und wenn ich nur kurz drücke, mache ich den normalen Kombo. Interessant. Und es fängt an zu regnen. Aber liebe Leute, ich sehe gerade, ich überziehe schon wieder maßlos. Wie es weitergeht. Das ist ein bisschen Tail. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Kein Ausweg. Das werden wir sehen in der nächsten Folge. Stay tuned. And so long.